Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über einen lustigen Bug. Ich bin gerade am DJ-Pult und hier ist der Ghost Founder. Hallo. Moin. Ja, sehr interessiert. Ja, super, muss, ne? Ja, muss. Wir haben ja, und hier hier einen Blade. Ich glaube, Wabbit Blade. Schauen wir mal. Und. Ja, und wir machen heute einen Bug. Der ist wirklich sehr funny, muss ich sagen. Also schon macht schon Bock. Dafür braucht ihr natürlich auch ja, er ist gestorben. Mach mal aus, mach mal mich zum. Was soll ich denn ausmachen? Hä? Was soll ich denn ausmachen? Hä? Dass ich nicht sterbe. Kann was? Man das nicht mit CEO machen? Wie? Okay. Ja, wenn du an dem Ding fährst oder was? Ich wollte einsteigen und sterbe. An dem LKW. Ja. Ich kann das nicht ausmachen. Ja, gut. Weil der Truck ist ja gespawnt, der ist ja nicht, der ist zwar nicht von mir. Weißt du? Jetzt. Das ist der MTL Cerberus Zukunftsschock. Gut, dann machen wir den Glitch. Genauso wie ich es herausgefunden habe per Zufall. Das ist echt super. Also haben wir nur mal gesehen, haben wir echt per Zufall rausgefunden. Ja. Wir haben aber gesagt, ja komm, lassen was mal also angehen. Eigentlich müsste ja eine Schaufel, ein Auto ein bisschen in die Luft heben. Ja, also ihr braucht diese Schaufel, ihr braucht diese Schaufel hier. Und wenn ihr dagegen fahrt, passiert das. Ja, ein direkter Überschlag. Aber jetzt mit, also ihr müsst mittig drauf fahren, also das. Ihr könnt auf die Seite gerollt werden. Ich frag mich nicht, wie Rox die ganze Zeit da programmiert hat, ne? Aber das ist echt übelster Schrottfahrt, die da gemacht haben. Typisch Rox da halt, ne? Genau. Ja, also manchmal, ja, bei mir, ich habe ein flaches Auto. Aber manchmal fliege ich halt echt hoch, Emo. Ist schon. Ja, also beim ersten Mal bin ich recht weit hoch geflogen. Also man fliegt einfach mal so ganz nach oben, einfach noch steil oben. Oder wird auf die Seite gedrückt. Und das geht eigentlich immer da in der Mitte, wo das Teil ist. Und ja, wenn es zum Beispiel schräg ist, ich weiß jetzt nicht genau. Schräg kommt. Dem geht's ja, nicht. Wahrscheinlich ist der. Warte, ich fahre den, aber ich fahr den bei mal. Diesem Fahrzeug haben wir. Ja, genau jetzt wieder. Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Ja. Also müsst ihr auf jeden Fall mal austesten, wenn ihr das aber Video seht. Also das ist schon echt. Man kennt's, wenn man lange schon GTA Online spielt. Es gibt immer wieder so Glitches und so. Ja, genau. Dass man einfach irgendwie ganz andere Physik hat als in Real Life. Ja, ist halt, ne? Also komm auf. Scheiße, komm auf mir, ganz ehrlich. Ja. Und das sollte eigentlich sein. Ein Auto sollte nicht mehr abheben, als es Geschwindigkeit hat. Das wieder ein No-Gewichts Heavyweight, also Low-Weight-Glitch sozusagen. Es ist eigentlich auch normal, dass man vielleicht sich überschlägt, nur nicht so hoch. Also es ist eher unglaubwürdig, weil es so hoch ist. Und es macht einfach Spaß, weil das Auto nicht kaputt geht. Ich aber weiter rolle und noch weiter. Ein wunderschönes Glitchchen. Das war eigentlich vom Video, ne? Wieso bist du so auf der Seite so hoch? Wirklich unten eigentlich gar nichts, ne? Das richtig durchführende Truck. Das ist auch schon geil, ne? Ja, mit Mod-Menü kann man natürlich noch mehr Scheiße machen. Ja, wieso? Und, also das ist ja, auch, aber das wir machen auch das machen. Nicht öffentlich wie andere Modder. Also wir tun also andere wieder eine Spiele privaten nicht Lobby vor dem Flugzeugvideo, was wir gemacht haben, ne? Ja, genau. Um halt wirklich Video. Keine Spiele abzufragen, weißt du? Oder auch generell, weil die uns einfach immer abfacken. Ich kenn's wahrscheinlich, diese dämlichen Kinder mit ihren dämlichen MK2-Motorrädern, ne? Die da fliegen hier rum, die töten jeden. Das braucht man. Da habe ich auch echt direkt, wenn ich diese Leute sehe, da habe ich direkt Bock mehr, da das Spiel zu spielen, ne? Genau. Du machst Missionen und die fucken nicht einfach nur ab. Das ist einfach nur nervig. Also da hat man direkt keinen Bock mehr zu spielen. Und aber dann ist es ja auch klar, dass viele Motten, damit sie andere Leute aber nur die Nerven abwehren können. Andere Modder zum Beispiel, die auch dieses Mod-Menü haben wie ich, die nutzen jetzt. Das richtig aus. das ist schon hoch, das Boot. Cool. Ja, die fucken natürlich auch übelst ab, ne?
Und mit so einem Menü hast du natürlich auch andere Möglichkeiten wie mit einem anderen Freebomb-Menü. Jetzt bin ich fast oben drauf gerannt. Also eigentlich erweiterst du das Spiel nur. Du machst ja nichts Böses. Aber Leute, die ja das Böses machen, andere Spieler nerven. Oder einfach auch in den Sitzungen sind und nerven. Weil sie irgendwas spawnen oder so. Ja, das geht halt nicht, oder? Ja, wenn wir die sowas hier machen, weißt du, sowas hier. Sowas hier, oder... oder hier, wie heißt das? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Sowas hier. Ja, das ist jetzt eher nicht so toll. Oder sowas hier. Nein. Ja, ist ja nur ein Beispiel, wie was ja, hier oder sowas hier. Ja, das gehört nicht ins Video, danke. Nein. Jetzt werde ich noch ein bisschen geplagt von ihm. So sind die oder sowas hier. Genau, oder das ist hier. Sehr unfair. Hm. Plagt er mich noch in einem Kurzvideo und das Video wird noch. Sowas ist halt einfach nur, so machen aber nur kleine Scheißkinder mit ihren neuen Mob-Menüs, die sie gerade bekommen haben. Danke, aber ich sterbe bald, ich bekomme so viel Schaden. Ja, jetzt bin ich. Ich löse dich von deinem Leid. So Sekunden. Sowas mache ich nicht. Denn sowas finde ich einfach auch generell scheiße, weil ich sowas einfach früher generell gehabt habe. Er sagt es, macht es aber an mir. Das ist aber ein Beispiel, wie es wieder. Ich weiß, machen. Aber trotzdem. Aua. Ja, genau, töte den, der geht mal und sagt. Zack, ja, weg damit. Ja, Schmutz. Schmutz. Du bist ja so ein Mod und hast Gold Mod, du kleine. Kleine Frau. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Jetzt fahren wir weg hier. So, wollen wir ein bisschen mit dem Partybus fliegen? Also du fährst, weil du kannst schneller fahren als ich, ohne Mod-Menü. Wahrscheinlich. Da geht oben drauf, ist so besser. Nee. Das fahre ich immer runter. Also fahr mal schnell. Lass mit dem Auto fahren, das ist besser. Mit dem Rennwagen hier. Der ist besser. Gut. Also, was machen wir noch im Video? Ja, nix, ich würde sagen, machen wir doch sonst, ein Let's Play, machen wir doch wieder ein Together-Part. Ja, ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt, weil sonst ist es wieder zu langweilig für Leute, also das ganz ehrlich. Ja, fahr noch mal schnell und dann... Okay, warte. Das ist eine Schleunigung, ey. Das ist das neueste, schnellste Auto in GTA, ohne. Hup, Boost. Wow. Okay. Aber hier ist ein neues, oder? Und tschüss. Ja, genau noch an der Strommast angekommen. Sehr. Also dann beende ich das Video. Ja, ich würde sagen, lasst einen Daumen oben da und Dankeschön. Gibt uns ein Gefällt mir und Schreibt das in die Kommentare, wenn ihr lustige Bugs genau, habt. Noch, ja, genau, wenn ihr also was sehen wollt von uns, wie die Waffe GTA machen. Schreibt rein einfach, ist scheißegal, was ihr sehen wollt. Also wir machen alles. Ja, genau. Wir machen alles, ach das letzte Scheiße. Muss halt nur unterhaltender Content sein, wenn wir halt wieder machen sollen, ja, fahr mal gegen die Wand, dann ist das halt, ja, das ist halt, ne. Und wir können auch normal spielen. Wir können auch Missionen machen, ganz normal. Ah, das war langweilig, da nee. Oh, jetzt, oh, mega Überschlag, ah, und nochmal. Ja, lol, geil sehr gelandet, schön. Ey. Geil. Gut, also. Haut rein, ne? Haut rein. Und gibt uns ein Gefällt mir und tschüss. Lass uns doch mal runter und tschüss. Tschüss.